Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Days Gone, zur Folge Nummer 13. Ja, ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. In der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass wir hier im Lager angekommen sind und ja, meine kleine Rundfahrt gemacht mit der Frau Tucker. Mit der Frau Tucker. Und jetzt können wir uns entscheiden. Jetzt müssen wir mal da lesen. Die Drogen zum Truck bringen. Also zum Truck bringen. Tucker. Truck. Keine Ahnung, wie es gekostet hat. Wir bringen sie. Ich kann erst nach Norden, wenn ich das Bike repariert habe. Okay, dann ist es Copland. So. Zerstöre die Nester. 2 Kilometer weg. Schauen wir mal. Wir sind hier. Wir müssen da wieder zurückgehen. Hier den Pass. Durch den Tunnel. Okay, gibt es jetzt da irgendwas in der Nähe, dass wir was machen können? Da oben ist auch nochmal. Ah, das ist der andere Pass. Okay. Wir müssen Gebäude, Gebäude. Und Sprit müssen wir organisieren in der Folge. Also das heißt, wir müssen in der Folge ein bisschen plündern gehen. Wieder mal plündern gehen. Das Haus erinnert mich irgendwie an Last of Us. Ich schätze, ich muss schauen, dass ich da irgendwie zurückgekommen bin in die Bude. In die Stadt. Ja, Glückstreffer. Benzin. Ach, was dachte ich so lang? Ah, gutes Timing. Schaut mich hin, das. Ah, das. Nein, 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 nein. Benzinkanister.
Können wir den nicht da rein da, oder was? Genau, dann wissen wir, dass wir die Autos noch schon müssen. Ja gut, ich weiß. Jetzt. Aber beim nächsten Mal dann nicht mehr. Ein riesen Ding vom Wolf. Schauen wir mal. Deacon St. John, hörst du mich? Wir haben einen Job für dich in Hot Springs. Zack, okay. Ich komm vorbei. St. John Hendrix. Erst machen wir mal das andere. Ja, dann eins nochmal. So einen Tankgrässer machen oder was? Keine Ahnung. Meister des Schrottplatzes war ich da, der wird leben lassen. Der hat nur die Autos mit unterschrauben. Hey komm, der Kerl, den ich suche, den hat er getötet? Warum fragst du? Es geht doch nur um den Junk, oder? Hör zu, Sir. Das ist mir absolut egal, okay? Ich will nur ihren Namen. Wen, Cobb? Einer von ihnen hieß Randall. Er war fast ein Jahr lang im Camp. Die anderen beiden kannte ich nicht. Soll ich nachfragen? Nein, lass gut sein. Wenn du den Mistkerl hast, funk mich an. Komplett Ende. Okay, hier ist es. Ja. Oh, das Camp ist voll von denen.
Ja, nein, nein. Du musst das Bike hier lassen, Dick. Sonst lockst du die noch alle an. Ah, so. Gehen wir mal mit der Axt auf Spurensuche, oder? Da die Messung. Ein Lager, ja? Hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Beute. Schauen wir mal. Da hinten ist noch einer. Boah! Hat mir jetzt gerissen. Tucker an Deacon St. John. Hörst du mich? Ich habe mit Arkay gesprochen und ein paar anderen. Ich weiß, dass du unser Camp unterstützt. Ich wollte mich nur bedanken. So, dann schauen wir mal. Ist nur eine Flasche, das passt gut. Okay. Feuer frei. Na, wie gefällt euch das, hm? Na los, ihr Scheißkerle, kommt schon! Weniger. Wie viele?
So, entschuldige, dass ich ein bisschen ruhig bin, aber ich muss da ein bisschen konzentrierter spielen, wenn da auf einmal so viele Freaker um uns sind. Oh, Controller ist auch. Entschuldigung, der Controller ist auch. Ich vergesse nur stecken. Ah, und das sind Aufnahme. So. Das war zu spät. Das war zu spät. Nein, Dick. Warte bis abends. Dann sind weniger Freaks in den Nestern. Mehr Beute. Da muss ein Nest sein. Oh ja, ein Nest. Okay, ihr schlaft einfach schön weiter, ja? Beachtet mich gar nicht. Yeah. Na gut, Jungs und Mädels. Dann mal los. Ich bin nicht auf, ja, okay, dann mal wieder auf, okay. St. John. Hier ist Tucker. Wie gesagt, ich habe Boozers hübsches Gesicht schon ein paar Tage nicht gesehen. Ist er wirklich okay? Hier ist Dick. Boozer geht's gut. Ja, ich sag ja, er hatte viel zu tun. Er macht sich ja Besorgungen für dieses Arschloch Mark Copeland. Ich habe das Gefühl, er mag mich nicht. Boozer, meine ich. Wie ich schon sagte, ich bin nicht seine Mama. Gegen Ende.
Irgendwo, hey, toll. Sehr schön. So. Bum, 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 bum. Da sind wir jetzt, was haben wir jetzt? 2 von 6 Gebäuden haben wir jetzt. 2 von 6. Okay, das ist wieder was anderes. 2 von 6 Gebäuden, okay. Würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Gott verdammt! Ist das hier euer Scheißhaus? Großer Gott! Oh, verdammte Freaks! Was zum Teufel macht ihr hier drin? Das ist die reinste Todesfalle. Okay, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Das wird euch aufwärmen. Ja, nicht schlecht. Haben wir schon wieder auf Folge mehr überzogen sehr.
klein hoch drin. Ganz schön kalt draußen, ha? Da heize ich euch ein bisschen ein. Nest zerstört, aber ich hab dort 1, 2, 3. Müssen da drinnen nur allein 3 Nester sein. Nein! Kacke! Jetzt da wäre ich mich schon gegen zwei nicht. Nein, Dick. Warte bis abends. Dann sind weniger Freaks in den Nestern. Oh, 2. Aber ich glaube, wir werden es versuchen, das nächste Mal. Oh, ein Lager. Ja. So. Hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Zu reinigen, sag jetzt einmal. Nein, nicht laden. Damit das wisst, was ich vorhab. Das nächste Mal hier. Weiter an dieser Stelle werden wir uns sehen. Motorrad, da muss anrichten, Kreis. Was da geht. So. Na gut, meine Freunde, hiermit wären wir wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Beim nächsten Mal werden wir die restlosen 4 Nester werden wir uns dann vornehmen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch, weil ihr wisst ja, mit jedem Kommentar könnten wir was Neues erreichen, neue Projekte anfangen. Und dann wünsche ich bis zur nächsten Folge noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir das Video schaust. Bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde und Sportsfreundinnen, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.